davon importieren nach Deutschland. Zeigen wir kurz nochmal hier unseren Apartment. Hier ist unser schöner Küchentisch. Arbeitspartner hier, gekocht. Hier stehen schon so ein paar Supplements. Wohnzimmer mit Palmen, schön hinten. Ja, Fernseh gucken hier. Kühlschrank groß genug. Zwei Bäder, die schon reingeschissen und gesucht. Ich war nur pullern heute noch. Ja, war nur pullern. Hier meine Aussicht, aber ich mache jetzt extra dunkel, weil sonst zu warm ist. Wir haben aber extra Ventilator zu haben. Aber die Sonne ballert, wie ihr sehen könnt. So der Ausblick hier so. Wollen wir Frühstück gleich mal mitnehmen? Das ist das Bett klein. Kleiner war feiner Balkon. Kleiner war fein. Da drüben wollen wir einkaufen. Masse! Genau, so sieht's aus. Dass wir da sind, wissen Sie auf jeden Fall. Um 10 Uhr, um 11 Uhr machen wir es los. Holiday Gym hier, guckt ihr mal an hier. Oh ja, das ist auch was Gutes. Ja, da müssen wir dann doch. Ist auch gut gekriegt. Da müssen wir gut hin, ja. Da sind Geräte. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie schön warm das ist. Ich habe jetzt gerade schon viel abgewaschen und so. Ich frühstücke jetzt auch nur Proteine und so. Ja, wir wollen halt in dieses Strandgym. Halbe Stunde weit weg. Moment, por favor. Moment, por favor. Hä? Holiday Gym at the beach, you know, you can search. Also wir wollen zum Pumpen, zum Bodybuilding, ballern. 5 minutes, okay, we go upstairs. Thank you. Thank you. Bye bye. Panoramis. Ja. Okay. Mach nicht so teuer. Mit Code Hans10 gibt's hier 10% Rabatt. Soll gut sein. Wunderschön hier. Yes, great. Jo, 40 Euro können wir dafür. Hoffentlich lohnt sich dann die Aussicht ab. Yes, thank you. Later we call again. It's not possible. Yeah? You call taxi or Okay, Alicante. Okay. Thank you. Thank you, bye bye. Thank you. Schön warm hier, Alter. Ja, viele gute Gerede hier, ne? Schau, man hat hier so viel Ablenkung. Scheiße. Wir kriegen's hin, Digga. Wir machen das. Schön Hähnchen. Vorher muss ich ja mal erst. Nämlich hier wunderschöne Enzymigkeit. Doppelt hält besser. Schönen Dank an Giga Nutrition, die uns hier diese Wohnung hier zur Verfügung gestellt haben. Wenn ihr uns da unterstützen wollt, uns fördern, dann bestellt doch gerne immer bei Giga Nutrition. Wie Rich Piana gesagt hat, fucking real good food und so. Vitamin, Whey Isolat, Muskelgold, Omega 3, Magnesiumcitrat, Vitaminkomplex, wo alles so drin ist. Zink auch wegen Covid-19, dass man immun bleibt, stark. Reisflocken gibt's hier. Ist doch beneidenswert, oder? Das ist mein Meal. Liebe Grüße an die Matze. Gruß geht raus, Alter. Hier ist das Wetter auf jeden Fall besser als in Deutschland und die Ärzte im Studio auch. Guten Morgen. Morgen. Wie geht's? Gut. Soweit noch in Ordnung alles? Die Nachrichten sind nicht so gut. Heute ist Feiertag. Es hat nichts auf. Überall Maskenpflicht, auch auf der Straße. Andere kleine Läden haben auf, vereinzelt, aber keine Supermärkte. Ja, hier hat ein Supermarkt auf, Alter. Okay, cool. Sag mal, was du haben willst. Ich hab alles dabei. So Apfelmus, aber ohne Zucker. Also wie in Deutschland denn? Ich versuche mich dran zu halten, dass ich ihm nichts voresse. Ich mag das überhaupt nicht. Frische Artikel im Supermarkt sind wie Frauen. Man sollte sie besser von hinten nehmen. Oh, krass, Alter. Dass sie keinen Apfelmus haben. Darf nicht fehlen. Der vorletzte Stockwerk, ey. Daher müssen wir zur Waage. Ich versuche ihn heute jetzt nicht viel zu filmen. Ein bisschen haben wir schon gemacht. Wir fahren heute dann noch zum Wiegen. Es ist jetzt kurz nach 4. Drei Mädels, die ihr gesehen habt da vorne, auch Pro-Card gewonnen. Die waren auch alle gut, so hat sie auch gesagt. Alle verdient. Ich weiß, das soll ein Gesicht sein. Also ich war jetzt eine gute Stunde mal einen wunderschönen Häuserblock laufen. Boah, also heute ist Samstag. Haben jetzt nicht so viel gefilmt, weil es mir nicht so gut. Und dann mussten wir noch warten, dass Max seinen Backstage-Pass bekommt als Coach, als Betreuer. Ein schöner, wunderschöner Reis. Max hat ein paar Cornflakes gespachtelt zum Frühstück. Und da hat der Max noch ein schönes bisschen Babyöl geholt für mich. Das kommt morgen zum letzten Schliff rauf. Yeah, guck an. Ja, sieht gut aus, die gefällt mir. Nur ein bisschen mehr Fleisch geholt, noch ein Eisberg dazu und noch einmal Spargel. Erste Schicht Farbe ist drauf. Hier. Yeah. Zweite Lage, sagst du jetzt? Bräune, kein anderer. Ich bin gefühlt aufgeregter als er. Jetzt merkt man, er trinkt jetzt heute schon gar nichts mehr. Jetzt merkt man das. Haben die Community ja beim letzten Video jetzt runterkommentiert, dass ich gerne wieder 17-19 mehr mache. So habe ich gemacht jetzt. Ja. Sollte gut aussehen jetzt. Ja, man sieht auch nicht gerne aus, Digga. Yeah. Hier in dem Müll fühle ich mich wohl. Wie bei Matze, ist jetzt im Auto hier. Ja, wie ich geahnt habe, wir sind 10 Stunden zu früh. Solange Steve jetzt sich gerade noch ein bisschen hier mental vorbereitet, habe ich schon was gesehen. Pass auf, jetzt zeig mal was. You all look beautiful, yeah? Everybody's looking beautiful here, yeah? Looking good. All looking great. Aufpumpen nochmal,
und dann auch so Backstage. Das hat ja alles gar nicht mitbekommen. Da war ich schon aufgepumpt, schon fix und fertig, fix und foxy. Und dann fingen die an dann mit den Weibern da noch mit. Danach sagt er noch, jetzt brauchen die Kampfrichter noch ein Bier. Wir warten jetzt auf die Siegerehrung. $500, the fifth place medal, and presented to our fifth place finisher from Germany, Steve Benton. Ja, nicht Sieger, aber jetzt kann man ändern. Mein Hunger. Das kann man ändern, leider. Und Durst. Was hast du vorhin gesagt, das ist Bodybuilding, ne? Das ist Bodybuilding. I want a Whopper. Das ist nur eine feine Sache nach Mittwoch. So ein Scheiß, kann ich mal sehen, hab ich genug gehabt hier. Auf jeden Fall, Max hat einen guten Job gemacht hier, in Detail. Danke an dieser Stelle. Schöne Erdschwann auch da. Ja. So, $500, 475 übrig. Ich überlege, was ich als nächstes esse. Ich persönlich, meine Meinung, Dritter wäre total in Ordnung. Dein Bauch war auch top. Danke wieder für die Unterstützung, für die Zusammenarbeit. Schaut beim Dennis mal rein hier. Ja, beim Dennis. Man kennt ihn. Dann verabschieden wir uns hier an dieser Stelle erstmal. Tschüss.